Hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. 1500 Sorten Wurst gibt es in Deutschland. Fleisch, das ist ein nationales Kulturgut, dem man sogar Museen widmet. Eine sehr fragwürdige Kultur findet unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, Karin Duwe. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Die bekannte deutsche Schriftstellerin stellte sich einst die Frage, wie ist es möglich, ein Pfund Hähnchen-Grillpfanne für 2,99 Euro anzubieten? Karin Duwe begann die Recherche. Was sie herausfand, animierte sie zu ihrem Bestseller Anständig Essen. Mit Karin Duwe spreche ich über Landlust, Landflucht und das Leid der Tiere, über das Leben in Deutschland mit diesen Themen. Taxi zum Ruhm. 13 Jahre lang fuhr Karin Duwe in Hamburg Taxi. Heute lebt sie als erfolgreiche Schriftstellerin auf dem Land in Brandenburg. Tiere zum Essen. Massentierhaltung und industrielle Schlachtung machen Fleisch billig. Den höchsten Preis bezahlen die Tiere, kritisieren Tierschützer. Und Traum vom Land. Animiert von Hochglanzmagazinen träumen viele Deutsche vom idyllischen Landleben. Gleichzeitig leiden viele Regionen unter Landflucht. Das alles und noch viel mehr heute bei Typisch Deutsch. Ja, und bei uns Karin Duwe, der Adler ist das Wappentier der Deutschen. Finden Sie das ein passendes Tier für uns so? Ist das typisch deutsch? Da habe ich noch nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ist sicherlich aus so einer patriotischen, militaristischen Zeit noch genommen. Aber wenn er nun mal da ist, kann man ihn ja auch nicht auch schlecht ändern. Ne? Was ist Ihr persönliches Wappentier? Haben Sie sowas? Ich finde den Adler gar nicht so schlecht, weil man an dem auch sehen kann, was wir so ein bisschen angestellt haben mit der Umwelt. Also bei uns in Brandenburg, da gibt es halt auch noch richtig so die Weißkopfseeadler. Und die haben große Probleme mit dem ganzen Schrot, dass sie von den Jägern fressen und vergiften sich regelmäßig an diesen Schrotkörnern. Insofern, wenn die kleinere Vögel dann... Ja, es gibt... Ja, wie kommt das Schrot in den Adler? Nee, diese Tiere, die geschossen werden von den Jägern, wird ja nicht alles gefunden, bleibt liegen, wird vom Adler gefressen, gerade bei Enten oder sowas. Das wird nicht immer alles an Land gebracht. Und das ist ein richtiges Problem. Also die vergiften sich regelmäßig daran. Das ist Blei. Das ist Blei und die sterben dann an Bleivergiftung. Also auf der einen Seite die Naturschützer, die sich mühen und versuchen, da irgendwie diese Nachzuchten hochzupäppeln. Und dann andere Leute, die da rumballern. Und zack, ist die Sache wieder erledigt. Wie viele Haustiere haben Sie? Also große Tiere ungefähr 8. Dann kommen noch ein paar Fische dazu. Okay, Fische zählen nicht. Fische zählen nicht. Deutschland ist ja gespalten in Hunde und in Katzenfreunde. Das ist ja eigentlich eine unversöhnliche Kultur. Sind Sie eher Hund oder Katze? Ich bin eher Hund, hab aber beides. Und wie vertragen die sich? Ganz gut. Die müssen irgendwie miteinander auskommen. Wir Deutschen sind ja auf so einer, auf so einer Stofftierebene, auf so einer Plüschebene große Tierliebhaber. Auf der anderen Seite, wenn es so um Fleischkonsum geht, da sind uns Tiere ziemlich egal. Es ist wie immer, so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Ne? Der schizophren, eine, oder? Er ist total schizophren, aber ist auch schwierig. Also ich selbst habe es gemerkt, wenn man dann seine Katzen ernähren will, dann will man auch, dass denen das schmeckt. Dann sollen die irgendwie ihr Futter haben mit ordentlich Fleischbrocken drin. Aber auf der anderen Seite müssen andere Tiere, die genauso kuschelig sind, genauso sympathisch sind, dafür fürchterlich leiden, damit diese Katze nun genau das Futter hat, was ihr schmeckt. Und Sie waren auf so einem schönen, typisch deutschen Weg ins Finanzamt, sicherer Job im Büro. Wieso haben Sie das drangegeben? Ach, die haben eher mich drangegeben, wollen wir mal ehrlich sein. Also ich bin da auch hochkant durch eine Prüfung gefallen. Und ich hätte es, glaube ich, auch sonst nicht weitergemacht. Also ich habe nicht viel dafür getan. Ich fand es sehr schwierig, dieses ganze System. Das fing schon damit an, dass jeder seinen eigenen Stuhl hatte. Also wenn man irgendwie eine Etage aufstieg, dann bekam man einen Drehstuhl, dann einen Drehstuhl in Leder, dann den Chefsessel. Und ich dachte, nee, dann für mich reicht der Hocker. Warum haben Sie das denn angefangen? Ich glaube, das war der Wunsch meines Vaters vor allem. Meine Mutter hat auch immer gesagt, das war die Idee, wie ich irgendwie das doch noch schaffen könnte. Also ich hatte halt eben nichts dagegen zu setzen. Ich hatte eigentlich erst immer gedacht, ich will Bücher schreiben. Und da freuen sich Eltern nicht, wenn man sowas sagt. Nee, aber über Taxifahren freuen sich Eltern da eigentlich. Da haben sie sich auch gerade nicht gefreut. Als Frau. Dann, ja. Was haben Sie da gelernt so über die Menschen, über das Leben, über Deutschland, Hamburg? Ja, also das war zu einer Zeit vor allem, da gab es diese ganzen Nachmittagstalkshows noch nicht, wo man ja einem gemerkt hat, was für eine Art von Menschen es eben auch gibt und wie die funktionieren. Und deswegen war das für mich plötzlich auch wirklich wie so ein Schleier, der von den Augen weggerissen ist, wie die Leute eigentlich drauf sind. Und man kriegt ein ganz gutes Spektrum, also
Da fährt ja wirklich jeder vom Hotel 4 Jahreszeiten zum Flughafen oder ins Fischereihafen-Restaurant in Hamburg, bis irgendwie jemand, der sich vom Sozialamt für die Stütze unter die nächste Brücke fahren lässt. Also man fährt sie alle und man kriegt einen guten Überblick und man kriegt auch eine Sicht, so ein bisschen, wie Menschen funktionieren, so ein Muster, weil man immer wieder in derselben Situation mit verschiedenen Menschen ist. Waren Sie da eher deprimiert, nachdem Sie so Ihre Sozialstudie über Deutschland gemacht hatten? Oder haben Sie gedacht, ach, ist eigentlich ganz okay hier? Es hat mir die ersten 2 Jahre richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich gemerkt, es fällt mir wirklich schwer, noch Menschen zu mögen. Also ich wurde dann schon so ein bisschen komisch und muffelig, also was man Taxifahrern auch immer so vorwirft, dass sie nicht guten Abend sagen. Aber wenn man 5-mal keine Antwort gekriegt hat, irgendwie auf guten Abend, dann am selben Abend noch mal jemanden dann herzlich begrüßen, wird immer schwieriger. Der berühmteste Taxifahrer in Deutschland oder ehemalige Taxifahrer ist ja der frühere Außenminister Joschka Fischer. Ja, genau. Ne? Also so. Und man denkt ja immer, naja, in den Taxis, da sitzen ja eigentlich nur Künstler, Schriftsteller, Maler oder künftige Außenminister. Ist das wirklich so? Sind Taxifahrer so abgebrochene Kreative? Also damals war das so. Sehr viele und sehr viele eben auch Iraner. Zu der Zeit, die aus dem Iran geflüchtet waren. Die auch nicht arbeiten durften dann in Deutschland? Nicht? Doch, die durften irgendwie schon arbeiten, die waren schon länger da, aber die irgendwie anfingen, sich da zu etablieren. Und heute ist das ganz anders. Heute sind das vor allem Rentner, wo die Rente nicht reicht, und sehr viele Ausländer. Also es ist auch gar nicht jetzt irgendwie Deutsche mit ausländischen Eltern, die zugewandert sind, sondern richtig Ausländer, die fahren. Und dann haben Sie irgendwann, das Taxifahren wurde immer weniger und das Schreiben immer mehr. Oder gab es so ein Schlüsselerlebnis, das Sie gesagt haben? Das blieb immer gleich. Es gab irgendwann den Moment, wo jemand was gekauft hat. Ich glaube, das erste war 1990 so rum, dass ich mal einen Literaturpreis gekriegt habe, ganz klein, weit draußen im Sauerland. Und dann dachte ich, das ist jetzt der Durchbruch. Dann hat es aber noch mal 8 Jahre gedauert, bis die nächste Resonanz kam. Also das habe ich zum Glück nicht gewusst, sondern ich habe dann richtig aufgehört, sofort Taxifahren eingestellt, bin zu meinem damaligen Freund gezogen, habe meine Wohnung untervermietet und dann eben für 7.000 Mark war damals der Gewinn und habe da 2 Jahre dann an einem dicken, fetten Roman geschrieben, der niemals veröffentlicht worden ist. Aber 7.000 Mark für 2 Jahre, das waren ja, das war noch mehr. Zeiten. Das war Ende der 80er Jahre, war das noch ein bisschen mehr. Aber das heißt, Sie wollten das, ne? Also es war Ihnen jetzt auch egal, Geld war jetzt erstmal nicht so wichtig. Also so klassisch künstlerisch getrieben. Ja, schon. Allerdings natürlich auch ist Geld ja auch nicht nur, dass man, da kann ich mir jetzt einen Pullover für kaufen, sondern Geld in dem Sinne, dass es auch eine Anerkennung, eine Wertschätzung ist. Irgendjemand möchte das lesen, jetzt einfach vor sich hinzuschreiben und keiner möchte das Buch haben. Also ich weiß noch, bei meinem ersten Buch, da hat der Verleger mir nie gesagt, wie viel verkauft, sondern irgendwann habe ich rausgekriegt, es ist zweistellig, aber nicht zweistellig im Tausenderbereich, sondern zweistellig. Also es waren irgendwie 88 Bücher verkauft. Und das bedrückt einen schon. Ja, zumal man ja mindestens die Hälfte davon selber gekauft hat oder die Familie oder sowas. Sie haben so viele Themen, die jetzt nicht so lebensbejahend sind. Es geht um Regen, es geht um Bulimie, es geht um fleischloses Essen und das Leid der Tiere. Sind Sie so eine, mögen Sie das, so ein bisschen depressive Themen? Ja, melancholisch, würde ich eher sagen. Und ich bemühe mich halt auch um Realismus. Und dann, also gerade wenn man eben Taxi gefahren ist, dann hat man mit Menschen zu tun, die einem begegnen im Dienstleistungsbetrieb. Und da zeigen die nicht immer ihre netten Seiten. Also mir ging es dann auch darum, das unbedingt zu vermeiden, gerade bei so einem Taxibuch, jetzt diese ganzen Klischees rauszuholen, was Taxifahrer normalerweise erzählen würden, sondern so ein bisschen diese Atmosphäre, was einen da so umgetrieben hat. Und eigentlich so das Eigentliche, die Essenz da so ein bisschen rauszukratzen. Tja, und das hat beim Fleisch richtig erfolgreich funktioniert. Massentierhaltung und industrielle Schlachtung, der Preis für billiges Fleisch. Tierschützer kritisieren die Zustände in vielen deutschen Schlachthöfen. Für den nächsten Beitrag, meine Damen und Herren, da brauchen Sie starke Nerven. Der Tierarzt Klaus Tröger kennt fast jeden Schlachthof in Deutschland und viele anderswo in Europa und der Welt. Er leitet das bundeseigene Institut für Sicherheit und Qualität bei Fleisch. Wenn man jetzt den Tierschutz gewichten wollte, bei der ganzen Fleischproduktionskette, angefangen von der Landwirtschaft über den Transport bis zur Schlachtung, so ist mein Eindruck, dass bei der Schlachtung die größten Defizite existieren. Fleischversorgungszentrum Mannheim, ein Vorzeigebetrieb. Die Tiere werden mit Kohlendioxid betäubt. Keine Augenreflexe, keinerlei Schmerzempfinden. Trotz Fließband hat der Stecher genug Zeit, das Tier zu entbluten und sterben zu lassen. Aber hier werden auch nur 180 Schweine pro Stunde geschlachtet. Wir haben heute Schlachtzahlen von über 1500
Schweinen pro Stunde auf einer Linie. Sie können sich vorstellen, wie viel Zeit der Stecher zum Beispiel hat, um ein Schwein tiergerecht abzustechen. Das sind wenig mehr als 2 Sekunden. Wenn der große Gefäße verfehlt, was bei dem Schlachttempo durchaus der Fall sein kann, oder mal gar ein Tier übersieht und das Tier gar nicht sticht, dann sind diese Tiere sehr schnell am Schlachtband wieder wach. Und es gibt definitiv heute kein Kontrollsystem, diese Tiere dann vor dem Verbrühen in dem anschließenden Brühsystem zu retten. Und ich denke mal, das ist nun absolut nicht akzeptabel. Bis zu 1% der Schlachtschweine sterben erst beim Überbrühen, schätzt Klaus Tröger nach seinen Untersuchungen. Demnach werden in Deutschland jährlich über 500.000 Schweine unnötig gequält. Bei Rindern ist die Sache nicht besser. Die werden seit Jahrzehnten per Bolzenschuss betäubt. Genau das gelingt aber häufig nicht, ist ein Rinderhirn doch gerade mal Apfelsinen groß. Solche Fehlschüsse gibt es hierzulande schätzungsweise bei über 200.000 Tieren im Jahr. Trotz allem werden solche Tiere dann zum Teil weiter gefördert, es werden Gliedmaßen abgesetzt. Das Tier wird als Kreatur in diesen Betrieben nicht mehr wahrgenommen. Ich denke, dass dort die Dinge, die man dort täglich sieht, dass da eine gewisse Abstumpfung eingetreten ist und dass seitens der Öffentlichkeit hier auch kein Druck ausgeübt wird, weil die breite Öffentlichkeit der Verbraucher diese Zustände nicht kennt. Die Schlachtung dieses Tieres ist übrigens vorschriftsmäßig verlaufen. Technisch möglich wäre eine Fixierung des Kopfes, die Fehlschüsse nahezu ausschließt. Technisch möglich wäre auch eine automatische Kontrolle, ob die Tiere tot sind, vor dem Verbrühen. Aber vorgeschrieben ist das alles nicht. Und solange die meisten Fleischesser nur auf den Preis schauen, wird sich daran auch nichts ändern. Tja, die Probleme der großindustriellen Fleischerzeugung. Wer trägt die Schuld? Ich meine, sind das die gierigen Unternehmer? Ist das die Politik, die nicht drauf achtet? Sind das Verbände? Man kennt die Zustände ja. Die Bilder sind ja nicht wirklich neu. Sind das die Verbraucher? Wie haben Sie das für sich beantwortet? Ja, also es wäre schön, wenn die Politik mehr Einfluss nehmen würde. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass Sie sagen, die Sachen sind kontrolliert, bevor sie im Laden landen. Wir können garantieren, dass bei uns keine Tiere gequält werden. Und davon müsste man eigentlich ausgehen dürfen als Verbraucher. Können wir aber nicht. Tierschutz im Grundgesetz. Ne? Tierschutz im Grundgesetz, ja. Wo sofort immer eine Ausnahme gemacht wird, es sei denn, die sind zum Verzehr da. Hm. Und es ist nicht vorgeschrieben und es wird nicht durchgesetzt. Also wenn es im Tierschutzgesetz drinsteht, dann wird es nicht durchgesetzt. Und wenn es nicht drinsteht, hilft es ja auch nicht. Also ist eigentlich der Verbraucher jetzt wieder in der Verantwortung, weil der Politiker seine nicht wahrgenommen hat. Denn eigentlich dürfte sowas nicht passieren. Das will kein Mensch. Darüber gibt es einen gesellschaftlichen Konsens, dass bei uns Tiere nicht gequält werden dürfen. Aber Sie haben ja für sich die Konsequenz daraus gezogen. Von einer leidenschaftlichen Fleischesserin sind Sie jetzt zur Vegetarierin geworden. Ja, ist richtig. Also es sind also genau auch diese, es sind solche Bilder wie das gewesen, ja. Wo wirklich eben ein Rind bei lebendigem Leibe schreiend und zappelnd zerlegt wird und aufgeschlitzt wird, wo ich mich gefragt habe, was soll denn bitte noch passieren, bis ich aufhöre, Fleisch zu essen? Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass Sie so mit Ihrer Geschichte andere Menschen überzeugt haben? Kriegen Sie viele Zuschriften von Leuten, die sagen, mir geht's genauso? Ja, erstaunlicherweise, sehr viele Menschen haben auch gesagt, dass sie teilweise also über das auch hinausgegangen sind, was ich gemacht habe. Ich habe ja niemandem gesagt, bitte, jetzt ist so, das geht nicht anders. Und ich habe einfach gesagt, für mich stellt sich das so dar, ich werde es jetzt so machen. Und viele sind darüber hinausgegangen und haben gesagt, ich werde von nun an vegan leben. Also ich werde nicht mal mehr Milchprodukte, gar nichts mehr essen. Was ich für sehr, vorbildlich halte, was ich selber nicht auf die Reihe bekomme. Also ich glaube, dieses Fehlerhafte, dass das für viele Leute ganz erleichtert war zu hören, Mensch, okay, es ist sehr schwierig, das 100%ig zu machen. Und es geht nicht darum, rigoros zu sein, sondern wir müssen dieses Leid minimieren, wir müssen auch die Folgen minimieren. Es geht ja nicht nur um die Tiere, sondern auch ums Klima, um die Umwelt, um uns selbst, um unser eigenes Klar. Überleben. Aber wo ist jetzt die Grenze? Also Lederschuhe von Tieren, Seife wird zum Teil aus Tierknochen gemacht, Gummibärchen aus Gelatine. Also wo ziehen Sie oder muss das jeder für sich selber entscheiden? Wo ist da jetzt noch? Ja, solange es keine Gesetze gibt, muss es natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe für mich persönlich die Grenze gesetzt, dass ich sage, kein Fleisch.
und Milchprodukte so wenig wie irgend möglich. Ich trage auch keine Lederschuhe aus dem einfachen Grunde. Das sind keine Lederschuhe, nee. aus dem einfachen Grunde, weil mir das so leicht gefallen ist. Da war ich sehr überrascht. Ich dachte, oh, das wird schwierig, diese tollen Ledersachen, dass ich die nicht mehr nehme. Und habe dann festgestellt, Mensch, ein Drittel in meinem Schuhregal war gar kein Leder, wie ich das vermutet hatte. Also das ist einfacher, als man denkt. Und ich mache es eben so, da, wo es mir leicht fällt, mache ich es. Und da, wo es mir ein bisschen schwerer fällt, versuche ich es auch noch. Wir haben ja in Deutschland eine große Bio-Welle. Die Grünen haben so ihren Aufwill und alle kaufen im Bio-Geschäft und haben dann auch ein gutes Gewissen. Biofleisch ist für sie keine Lösung. Biofleisch ist deutlich besser, aber es garantiert einem nicht, dass man, man kann nicht sicher gehen, dass die Kuh nicht möglicherweise dasselbe durchgemacht hat, wie das, was wir gerade gesehen haben. Das ist halt nicht garantiert. Also gerade bei Gewissen eigentlich. Nee, es ist immer umso besser, je kleiner der Laden ist. Also im Bio-Supermarkt besser als im normalen Supermarkt, im ganz kleinen eine Weltladen noch wahrscheinlicher. Garantiert ist es nirgends. Am besten, wenn man nicht auf Fleisch verzichten kann, ist das nächstbessere. Man geht irgendwie dorthin, wo man sein Fleisch kaufen will, überzeugt sich von den Zuständen, ist ein bisschen aufwendig und sonst eben Neulandprodukte, Bioprodukte, sowas nehmen. Eins muss ich noch wissen, und zwar als Vater. Mein kleiner Sohn kommt jetzt gerade in die Schule, für den ist Tierschutz auch so, immer so ein Thema. Bei Kindern kommt das ja in so Wellen. Ja. Also wo fängt bei Ihnen das Tier als Kreatur an? Darf ich eine Mücke, die mich gerade stechen will, darf ich die totschlagen oder nicht? Ist ja auch ein Tier. Ist ethisch heikel. Ich versuche es pragmatisch zu sehen. Da, wo Selbstverteidigung angebracht ist, schlage ich auch zu. Also mir geht es emotional wirklich auch so, dass ich sage, Kälbchen tut mir deutlich mehr leid als eine Mücke. Also alles, ethisch, was einem in die Augen guckt. Ja, aber das ist jetzt, also ich bin auch jetzt nicht die Person, die darüber irgendwie entscheiden könnte. Ja. Das geht nicht. Ich finde immer, je näher es einem selbst ist, umso heikler ist die Sache. Also die eigene Familie, die eigene Spezies, Säugetiere, Wirbeltiere. Und je weiter weg es ist, umso leichter wird es mir fallen. Also Mücken genießen auch bei Ihnen zu Hause keinen Schutz. Nein, genießen sie nicht. Ist eine emotionale Sache, ist ethisch auch äußerst zwiespältig, kann man völlig anders sehen. Mhm. Ist keine philosophische Frage, kommt so aus dem Herzen heraus. Wir Deutschen sind ja heillose Romantiker. Ne? Das Landleben, früher war es die Toskana, jetzt ist es da, wo Sie wohnen, irgendwo in Brandenburg. Und ach, und der Mond blüht so schön und die Rapsfelder. Es gibt ja auch 20 verschiedene Zeitschriften übers Landleben. Irre, oder? Ja. Und das, ach, und das Städter, selbstgebackene lesen, Brot. Nur Städter. Das ist, also, ist das Leben auf dem Land wirklich so toll und idyllisch? Ja. Ja, ich finde das also richtig backen klasse. Backen Sie Ihr Brot selber? Nee. In den Zeitschriften backen immer alle Ihr Brot selber. Ja. Ich gehöre nicht dazu. Haben Sie so einen Bauerngarten? Aber ich habe auch in der Nähe eine ganz tolle Brotbäckerei, die dann irgendwie auch einen Gourmetpunkt oder sowas sogar hat. Hallo. Also brauche ich nicht selbst backen. Aber ist komisch, ne? Also viele träumen davon und wollen jetzt unbedingt einen Resthof wieder aufbauen und da dann ganz auch am besten autark leben. Und geht mir ja auch so. Auf der anderen Seite kommen aber die ganzen vom Land, die wollen da nichts wie weg. Die wollen in die Stadt, weil da gibt es Arbeit und Kino und Party und sowas. Also sind zwei völlig gegensätzliche Trends. Ich vermisse die Stadt aber auch. Also ich merke eben so ins Kino gehen und ins Theater und mal schnell um die Ecke essen gehen oder Freunde treffen, das geht alles nicht. Das ist Einsamkeit, eben, ist das, was brauchen Sie das für Ihre Arbeit? Ja, finde ich sehr wichtig. Also richtig auch große Ruhe, Weite, mal durch den Wald reiten können und eine Stunde lang niemanden sehen, das soll man mal in der Stadt versuchen. Und was sagen die Einheimischen so, dass da so eine Schriftstellerin auf einmal wohnt? Erstaunlich nett. Also die waren sehr herzlich. Habe ich auch Bedenken gehabt, dachte auch, Mensch, und auch als Wessi jetzt in Osten. Ja. Und die hingen gleich am zweiten Tag im Fenster drin. Und kommt ihr auch zum Fußballspiel, Feuerwehr-Fußballspiel, das ist übermorgen. Und von da an lief das alles prima. Aber Sie nehmen auch teil dann am dörflichen Leben. Ja, also was natürlich ist, es sind dann immer eher stärkere Beziehungen auch, weil man weniger Leute öfter sieht. Mhm. Wir haben in der Stadt ja 1000 Leute sieht und die aber auch an einem vorbeistreichen und immer ersetzbar sind. Also ist man in so einem kleinen Dorf, bei mir sind das glaube ich 180 Leute, die da wohnen, aufeinander doch sehr angewiesen und muss sich auch Sachen ausleihen, weil man nicht eben schnell um die Ecke kann und sich was besorgen. Wir kommen noch ganz schnell zum Schluss zum typisch Deutschspiel. Zwei Antwortvorgaben, Sie entscheiden sich für eine. Taxi oder Fahrrad? Fahrrad. Hamburg oder Berlin? Beides. Alpen oder Nordsee? Nordsee. Fleisch oder Tofu? Ist klar. Katze oder Hund hatten Gemüse. Wir auch schon. Ach, Tofu sind Sie auch kein Freund. Und Bauernhaus oder so ein Loft in der Stadt?
beides. Gut, das war eine klare Entscheidung. Das war schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mit Karen Duwe haben wir gesprochen über Schreiben, Schlachten und die Schönheit des Landlebens. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schön, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin.